vorne. Mann, die Bullen! Und wo ist der Bengel nun? Der Junge, der ist hier. Wiedersehen. Wiedersehen. Spitzruhe total, was? Hier die Bullen auf den Hals setzen! Ist verdammt! Jetzt haben wir beide zusammen ab. Spinnst du? Kannst ja da bleiben, wenn du Muffen hast. Der Bulle, der schießt wirklich. Mit 13 ist er zum ersten Mal von zu Hause weggerannt. Er wollte nach London und später nach Paris. Das waren komische Gefühle, als er nachts an der Straße stand. Im Schlafsack und was kostet das? 24,70 €. Mann, das ist ja eine echte Pistole. Quatsch, das ist eine Armer ERP 74. 4 mm, waffenschaltfrei. Bing, 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 bing. Nochmal schaffen wir das bestimmt nicht. Beim nächsten Mal krallen die uns bestimmt. Vielleicht nächstes Mal. Aber lieber nächstes Mal einen Arsch voll kriegen, als jetzt gleich. Das sind die Typen von nebenan. Die lassen sich nichts gefallen, die schlagen sofort zurück. Prügeln, Automaten knacken und Autos klauen sind ihre Formen der Mutprobe. Und Mut hat man nötig, wenn man nie weiß, ob man umarmt wird oder was in die Fresse kriegt. Was wollen Risse mehr, was? Dass diese Jungs dennoch viel liebenswerter sind, als es den Anschein hat, wie sie die Schiffe für ihre Träume bauen, wie sie abhauen, um ein richtig starkes Leben zu suchen, das lassen sie sich von diesem Film erzählen. Nordsee ist Mordsee. Die Geschichte von Zweien, die auszogen, weil sie zu Hause nur das Fürchten lernten. 100 Kilometer bis zur Nordsee sind wir auch vorbei, ne? Oder wird zu Tatsache auf die Nordsee rauf? Wo können wir denn sonst hin? Sag mal, hast du Tick in der Linse oder was? Nordsee ist Mordsee, den Spruch hast du noch gar nicht gehört, wa? Weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Ist schon, wenn du bei der grünen Äppel frisst, kriegst du dann Schiss. Nordsee ist Mordsee. Ein neuer deutscher Film, frisch und realistisch erzählt von Hark Bohm mit der Musik von Udo Lindenberg. Ein Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen.